Es geht zum Tukum IT Center. Mein Bike habe ich hier an einer Seitenstraße abgestellt. Und ich hoffe, dass ich hier später nochmal wegkomme. Kein guter Zeitpunkt heute, auch am Freitag nach Pattaya runterzufahren. Heute ist Markt in der Salbuakau. Hier in der unteren Etage gibt es nichts Sehenswertes für Technikfreaks. Bücher- und Zeitschriftenladen. Auch ausländische Literatur. Drogerie Watson. Mal sehen, ob ich hier endlich mal ein Stativ für meine GoPro bekomme. Auf der ersten Etage jede Menge Shops. Hallo, der Robert. Mit Mobile Phones. Anime Lang GoPro. Anime Lang. Han. Wie der was ein Han? Komm auch Monkeyport. Tripods. Ja, die kleine Dachterauto konnte mir eins besorgen, aber das war dann auch nicht das, was ich suchte. Und so ein Teil kaufte ich mir. Die sind so instabil, die kippen dauernd um. Der GoPro Shop scheint wirklich nicht mal da zu sein. So was ähnliches habe ich. So eine wackelige Angelegenheit. Ein Windzug und das Ding liegt um. Die Brüder haben ja alles hier, aber das, was ich suche, einen flexiblen Tripod, haben sie nicht. Oh, hier. Aber größer müsste der sein, wo das Mobile drin ist. Ich habe natürlich mal wieder kein Glück. Sowas suche ich, aber die haben keine Befestigung, um die GoPro anzubringen. Das ist nochmal die erste Etage mit Mobile Phones. Ja, zweite Etage. Fernseher, Computer. Und hier war auch irgendwo der kleine GoPro-Stand. Hello. Yeah, today I come to interview something at the shop. Oh yes, yes, yes. Yeah. I look for a stative tripod. Do you have? Stative. Ja, der schickte mich dann auch weiter. Naja, hier sieht ja alles mehr nach Kamera aus. Schauen wir mal. Bye bye. Do you have tripod? Tripod? Tripod, Mami, hier haben sie den Rest von den GoPro-Artikeln rumliegen. Natürlich alles Dinge, die ich nicht brauchen kann. War ja klasse. Ja, in dem Laden soll es sowas geben. Das heißt auch nicht Monkeypod, sondern Gorillapod. Da lag ich mal noch voll daneben. Mal sehen. Ja, das war dann auch wieder ein Satz mit X. Solche Stative könnte ich zuhauf kaufen, aber keine Befestigung, um die GoPro zu fixieren. Kleines Café und Erfrischungsstand. Tja, hier oben habe ich auch nicht mehr viel Hoffnung, was zu finden. Viele Geschäfte sind rausgegangen. Ah, hier Banana. Keine Ahnung. Hunderte Läden mit tausenden Angeboten und keinen Gorillapod zu finden. Laptop. Alles da. Hier gibt es wirklich alles, Platinen. Nur das, was ich suche, gibt es nicht. Auch hier macht sich die Rezession bemerkbar. Leere Läden. Preiswerte Actionkameras. 990 Baht.
Seht euch die Zubehörteile an. Die haben alles hier. Sämtliche Mautzeit, sämtliche Gehäuse für die GoPro. Ist wahrscheinlich alles Kopien, aber nun gut. Auf der letzten Etage gibt es diverse Läden, die Computer reparieren und auch neue Software installieren. Gerade sagte mir jemand an einem Stand, in einem der Bixies, davon gibt es ja auch nicht viele, gäbe es inzwischen einen neuen GoPro-Laden. Ich werde mich dann da wohl mal umsehen müssen, weil hier gibt es nichts. Hier auch wieder genau das, was ich suche, aber die GoPro kann ich daran nicht befestigen. Tja, dann werde ich mal wieder unverrichteter Dinge von dann ziehen und es im Laufe nächster Woche in einem der Bixies probieren. Vielleicht finde ich da endlich was. Ist mal wieder verdammt heiß heute. Falls euch das Video gefallen hat, bewertet es bitte positiv, abonniert meinen Kanal, bleibt mir alle miteinander gesund und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal. Tschüss Leute!